Schon seit über 20 Jahren arbeitet Dirk Schillner als Fußbodenleger. Dazu gehört auch das Renovieren von Dielenböden. Hier hat er gerade die alte Farbe abgeschliffen. Dadurch kommen allerdings die Köpfe der Dielennägel zum Vorschein. Und die müssen alle wieder richtig tief eingeschlagen werden. Denn nur wenn die Nägel wieder festsitzen, verschwindet auch das lästige Knarren. Allerdings macht das Einschlagen der Nägel richtig viel Arbeit. Denn jeder Nagel muss mühsam mit Durchschlag und Hammer festgeklopft werden. Allein in diesem Zimmer kommt man dabei auf rund 300 Nägel. Das dauert mindestens eine halbe Stunde. Außerdem ist die Arbeit gefährlich. Das Verletzungsrisiko bei der herkömmlichen Methode ist natürlich sehr, sehr hoch. Ich habe mir selber schon so oft auf der Hand gehauen. Ein Kollege von mir, der war wochenlang krankgeschrieben mit einer gebrochenen Hand. Und da haben wir gedacht, da müssen wir uns doch irgendwas einfallen lassen. Und dieses Gerät hier soll das Problem lösen. Ein Druckluftnagelsenker. Der wird zuerst an einen Kompressor angeschlossen und schon kann Dirk Schillner loslegen. Mit dem neuen Werkzeug verschwinden die Nägel ruckzuck im Boden. So schafft er die 300 Nägel in nur 10 Minuten. Aber wie ist er auf die Idee mit der Druckluft gekommen? Da wir bei uns auf dem Auto immer einen Kompressor haben, den wir unter anderem zur Sockelleistenmontage nehmen, lag die Lösung eigentlich ganz nah, hier in dem Fall mit Druckluft zu arbeiten und ein druckluftbetriebenes Werkzeug zu entwickeln. Mit von der Partie? Der Schwiegervater. Ludwig Alex ist ein richtiger Tüftler und war sofort bereit, das Werkzeug zu bauen. Die Grundlage dafür war ein herkömmlicher Druckluftnagler. Ein solcher hat ein Magazin voller Nägel, die dann mit Hilfe von Druckluft abgeschossen werden. Das Ziel hier aber war, bereits eingeschlagene Nägel wieder zu befestigen. Daher brauchte das neue Gerät einen Schlagbolzen und der sollte in diese Öffnung kommen. Den Bolzen hat Ludwig Alex an seiner Drehbank selbst gefertigt. Damit er auch wirklich gut funktioniert, hat die Spitze den Durchmesser eines durchschnittlichen Dielennagels. Auch die Schlagbolzenführung hat er an der Drehmaschine selbst hergestellt. Mit Hilfe der Druckluft schießt der Bolzen ganz ohne Kraftaufwand aus dem Gerät. Und sogar an einen Sicherheitsauslöser hat Ludwig Alex gedacht. Der Sicherheitsauslöser dieses Gerätes funktioniert folgendermaßen. Bei Bodenkontakt mit den Dielen kann man den Auslöser betätigen und das Gerät funktioniert. Ist der Bodenkontakt weg, lässt sich der Auslöser nicht mehr bedienen und das Gerät funktioniert nicht. Zuletzt kamen noch bewegliche, kugelgelagerte Rollen an das Gerät. Fertig war das neue Werkzeug. Den inzwischen patentierten Prototyp benutzt Dirk Schillner seitdem auf jeder seiner Baustellen. Das Werkzeug lässt sich ganz einfach und vor allem sicher mit nur einer Hand bedienen. Für Dirk Schillner ist es eine große Hilfe. Also ich habe wirklich jetzt Spaß bei der Arbeit. Das ist für mich eine unheimliche Arbeitserleichterung auch. Ich habe kein Verletzungsrisiko mehr und habe eine Zeitersparnis von 75% mindestens. Schon seit über einem Jahr funktioniert der Druckluftnagelsenker einwandfrei. Dirk Schillner hofft, dass sein neues Werkzeug schon bald auch vielen Berufskollegen die Arbeit vereinfacht.